Hi Leute, ich würde sagen, dieses Radio, das Rittikäs, das TR604, zerlegen wir mal. Das sind ganz normale Kreuzstauben hier. Und diese Kreuzstauben, die schraube ich mal raus. Mal schauen. Genau, das sind ganz normale Kreuzstauben, okay. Vielleicht sollte ich einen größeren Schraubendreher nehmen, weil der passt nur fast. Der passt nicht ganz. Eins ist locker. Okay. Ja, ganz normale Kreuzschrauben. Okay, schrauben wir mal die Schrauben nacheinander raus. Der zweite. Mal schauen, dass ich richtig auf den Schraubenkopf komme. Dann geht das auch. Die sind auch markiert, die Schrauben zum Rausschrauben. Genau, die zweite, auch die gleiche Schraube. Die sind auch hier markiert, die haben so eine Markierung, die Schrauben. Hier die Antennenschraube, die ist nicht markiert. Die für die Antenne, die lassen wir mal drin. Also schrauben wir diese Schrauben dann mal raus und schauen mal, was da so drin ist und wie das aufgebaut ist. Dann können wir das mal von innen begutachten. Okay, jetzt haben wir da die vier Schrauben rausgestoppt. Wir haben hier die da raus und die da hinten raus. Die von der Antenne nicht. Hier ist noch eine. Die müssen wir auch mal rausstrauben. Mal schauen, ob das eine gleiche ist oder eine andere ist. So, und die Schraube ist die gleiche. Die Batterien, die tue ich mal weg, die tue ich mal woanders hinstellen. Die drei Batterien, die kann ich dann später wieder reintun, wenn ich sie wieder zuschrauben kann. Da ist noch eine Schraube, also hier noch eine und hier noch eine. Die schraube ich auch mal raus. Okay, okay, jetzt schauen wir mal, wie es aufgeht. Ich glaube, das wird so nicht aufgehen. Da muss man diesen Tuning-Knopf abziehen. Den kann man aber leicht abziehen. Der geht zum Abziehen, so. Und jetzt mal schauen, ob das jetzt so aufgeht. Wir haben die Schrauben alle rausgestaubt, also 220 Volt Anschluss. Schauen wir mal, ob dahinter nicht noch was ist, ob man das noch rausklipsen muss. Aber ich glaube fast nicht. Schauen wir mal, wie das aufgeht. Mal gucken. Okay, diese Knöpfe, die mussten wir auch runterziehen. Und dann ist hier das da mit seiner Mutter festgestaubt. Und da braucht man wohl eine 10 mm Nuss, so eine Langnuss. Und dann kann man diese Mutter da auch abstauben. Das ist bei dem einen Ausschalter und Lautstärkeregler. Dann geht das da runter. Das müsste da runter gehen, genau. Da ist dann noch eine Mutter da. Die tun wir dann auch mal raus. Die dürfte von selbst rausfallen, wenn es umkippen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall müsste das jetzt langsam aufgehen. Und ja, es geht auf. Es geht auf. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn da? Mal Werkzeug weg. Da, die Zähne braucht man auch nicht mehr. Dann haben wir hier einen Lautsprecher. Das ist ein schöner großer Lautsprecher. 6 oben 2 Watt. Dann hier das Displayfenster. Und hier haben wir eine Platine. Ah, das da, das ist der Seilzug, der von hier rüber geht zum Zeiger und so. Hier haben wir den einen Ausschalter und Lautstärkeregler und hier die Umschalter. Ja, und hier auch Umschalter. Und da ist ein IC. Mal schauen, was das für ein IC ist. Da steht drauf D2822M. Und darunter steht noch irgendwas. Vielleicht kann man es aus einem Winkel erkennen. Genau. D2822M und T010S. Okay, dann Alco. Ah, hier haben wir vier Gleichrichterdioden. Da ist auch ein Trafo. Ah, Thermalfuse. Die hat eine Temperatursicherung. Genau, das geht hier rein. Die 220, 230 Volt geht hier rein. Ah, hier haben wir noch einen Schalter. Ah, die tut wohl die Batteriespannung hier. Genau, die Batterie tut die unterbrechen. Ja, da ist Batterie minus und Batterie plus. Geht über diesen Schalter, das heißt, wenn man daher die 220 Volt absteckt, wird die Batterie abgeklemmt. Okay. Die haben es nicht über die Diode gemacht, daher ist es sicherer. Steht, glaube ich, auch in der Anleitung, dass man die Batterien raustun soll, wenn man sie über Netz betreibt. Ja. Ansonsten hier vier Dioden. Hier ein Alco, 1000 μF. Und das läuft hier nur mit 4,5 Volt. Da haben wir noch ein Alco. Ja. Auch 1000 μF. 16 Volt und ich schätze mal, dass der vielleicht
Wer ist von der Spannung her? Gucken wir mal da. Ah, das ist Lautsprecher. Ist wohl der Lautsprecher-Alko, der da. Ist der Lautsprecher-Alko. Okay. Dann das hier, die Buchsen hier sind hier unten festgeklippt. Okay, aber oben gesichert, das ist gut. Die sind hier noch mit was festgeklippt. Okay, dann hier, das ist geschmiert, da ist Schmierfett. Ich denke, die Mechanik da ist geschmiert, ja. Ja, die Mechanik hier ist wirklich geschmiert, genau. Ich schätze mal, das ist das, wo das hier genau hin und her geht. Das Mechanische ist geschmiert. Dann hier haben wir die Kopfhörerbuchse. Und da haben wir auch 1, 2, 3, 4, das ist eine Stereo-Kopfhörerbuchse. Okay, das ist gut. Dann hier, was steht da? Ant VR. Das ist die Antenne, denke ich, die da dran ist. So, schauen wir mal, ob wir es weiter zerlegen können. Wir können die Schraube rausschrauben, mal alle Schrauben rausschrauben, wo das am Gehäuse ist, und dann müssen wir weiter zerlegen. Okay, dann haben wir hier vier Schrauben noch, wo das im Gehäuse festgeschraubt war. Hier, hier, hier und hier. Und dann geht das da raus. So, mal gucken, das Ganze hier. Schauen wir mal, ob wir es aufstellen können. Da ist die Antenne dran. Genau, da ist die Antenne dran. Das hier ist das Senderabstimmungspotentiometer. Hier, Senderabstimmung. Aber au, da ist ja eine große Schrittantenne drin. Deswegen geht es so gut auf Mittelwelle. Da ist wirklich eine schöne Antenne mit HF-Litze drin. Oder ja, das ist HF-Litze. Ja, das ist Hochfrequenzlitze. Da ist wirklich eine gute Ferritantenne drin. Okay, dann hier, das ist der Abstimmungsporti. Ich hoffe, das ist wirklich ein Präzisionsporti oder so. Also, was steht da drauf? 260 R1000K. Okay, das geht darum, darum geht zu dem Chip. Ah, es sind doch mehr als zwei Chips drin. Das ist ein KT0936MF. Dann genau. Und hier ein kleiner Chip. Es wird ein EEPROM sein. Ein 24C02 ist ein EEPROM. Ah, die betreiben den Chip mit einem EEPROM. Ich glaube, dass sie da eine Software drauf haben oder Config-Einstellungen. 24C02 EEPROM. Da muss eine Software drauf sein. Und KT0936MF. Ach, das ist der Empfangs-IC. Also, es ist auch ein Empfangs-IC, der alles macht, der AM und FM kann. Hier haben wir U1, vielleicht ist es ein Sprechspannungsregler, könnte es sein. Weil das ist Stromversorgung, viel Strom braucht das Radio nicht, sind nur 50 mA. Aber schaut schon ganz gut aus, hier haben wir den Lautsprecher, die Lautsprecherbuchse. Ja, okay. Und hier haben wir einen Operationsverstärker, das ist der Operationsverstärker, ja. Mal schauen, geht der auch, ja, der geht auch zur Lautsprecherbuchse. Aber ich glaube, dass es nur Mono ist. Aber hier der Chip, das ist der eigentliche Radiochip, ist der da. Das ist der eigentliche Radiochip hier. Da ist auch die Fritz-Antenne direkt angelötet hier. Mit AM2 hier. Das ist Hochfrequenz-Litze, das kann man da auch sehen. Ups, ich darf nicht zu weit dran zoomen, ich muss lieber näher rangehen. Da kann man sehen, dass es Hochfrequenz-Litze ist. Und das ist KT0936MF. Zu dem Chip gibt es auch ein Datenblatt. Was in den EEPROM drin ist, hier weiß ich nicht, aber es hat ein EEPROM. Es ist mit einem EEPROM verbunden, der Chip. Also der liest den EEPROM aus. Okay. Ist also ein Analogempfänger, der aber schon digital ist. Ansonsten ist da nicht viel drin. Widerstand hier noch, das könnte ein Transistor sein, das da. Vielleicht ist aber auch eine Präzisionsspannungsquelle oder so. Ein 0 Ohm Widerstand, R3, C34, C19, C6, C8, U1, T9. Hier Lautsprecher minus Lautsprecher plus, da ist die Buchse dran, das ist gesteckt schon mal. Und hier die Antenne, die ist hier dran. Ja. Und der Rest, das ist Seilzug hier mit dem Zeiger. Aber die Fritz-Antenne, gut, die ist dann hinter dem, die Fritz-Antenne ist hinter dem Sendereinsteller, also hinter dem Zeiger, da ist die, aber das ist gut. Die ist zwar jetzt nicht so lang, aber ich denke mal, dass die so gut geht wie von Taschenradio, weil das ist auch kein so ein Mini-Ding, also das ist schon was.
und halt auch mit echten HF-Ferrit und nicht einfach nur Kupferlackdraht. Also da haben wir sich schon Mühe gegeben. Ist da festgeklebt. Ja. Okay, dann schraube ich das ganze Ding mal wieder zusammen und dann gucken wir mal, ob es noch funktioniert. Hier noch etwas, was mir aufgefallen ist. Hier ist sogar ein TX1, ein Schwingquarz hier. Der Schwingquarz wird den Empfänger IC mit Takt versorgen. Hier, der da. Das heißt, das Ganze ist wirklich Quarztakt, genau. Der ist auch noch festgeklebt, genauso wie die große Elko. Ja, ist okay, schaut gut aus. Also daher ist, denke ich mal, die Frequenzeinstellung so genau, dass sie dann doch sehr gut stimmt. Und hier nochmal der tolle Lautsprechermagnet hier, 6 Ohm, 2 Watt, mit richtig schönen Ferritmagnet. Ja, ich denke mal, dass der auch ziemlich stark ist. Ich kann mit Schraubendreher mal rangehen. Ja. Ja, der ist stark. Ein schöner 6 Ohm 2 Watt Lautsprecher. Okay, die Schrauben haben wir wieder fest drin. Dann kann ich den Gehäusedeckel wieder drauf machen. Das sieht man auch, das ist wirklich geschmiert, die Teile. Also da ist wirklich Schmierfett dran, dass das sich nicht abnutzt. Das ist auch sehr gut. Also die ICs haben wir, die wissen wir. Den da auch. Den O5 da, den, wo ich etwas kippen muss, damit man den lesen kann. Okay. Ansonsten schaut das Radio. Es ist gut, es ist eher billig aufgebaut, aber okay, so ein Trafo kostet auch schon ein bisschen was. So ein 220 Volt Trafo. Ja, der hat jetzt 2 Pins am Ausgang. Wird mit 4 Dioden gleichgerichtet. Also das ist auch jetzt ein N4004 sind das, genau. Ein N4004. Okay, auch sehr gut. Die Dioden sind auf jeden Fall ausreichend dimensioniert. Dann ein paar kleinere Elkos. Ja, okay. Dann wieder zusammen. Okay, was ich noch zeigen wollte, ist den Henkel. Den hatte ich auch rausgeklipst. Der ist nur geklipst. Den kann man ganz leicht da wieder reintun. Und schon ist der wieder drin. Der geht auch nicht von selber raus. Dazu müsste man mit dem Schraubendreher hier das da ein klein wenig nach hinten in die Richtung nach links drücken oder hier ein ganz klein wenig das da reindrücken und dann geht der raus, dann kann man den Henkel rausnehmen, also abnehmen. So, ich habe jetzt alles wieder drin, habe Batterien auch wieder drin, 1, 2, 3, die Knöpfe wieder dran und schalten wir mal ein. Mindestens einen kleinen Informationsvorsprung. Das funktioniert. Den haben wir nicht. Die Antenne können wir rausziehen. Und aktuelle AfD-Vorsitzende Tom Boru. Auf der Suche nach dem für das massenhafte Fischsterben hat das Landeslabor Berlin-Brandenburg überhöhte Pestizidwerte nachgewiesen. Funktioniert gut. Bis 9. August an der Messstelle Frankfurt-Oder entnommen wurden, teilte das Brandenburger Umweltministerium mit. Gut. Es sei aber davon auszugehen, dass die nachgewiesene Dosis nicht unmittelbar tödlich für Fische gewesen sei. Der Wirkstoff wird etwa zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt. Es sei weiter davon auszugehen, dass die Umwelt... Hier haben wir eine LED, die anzeigt, wenn er eingeschalten ist, dann leuchtet die. Bundestag. So kann man hier, wenn man den nicht ganz ausmacht, sieht man, der ist noch an, dass man die Batterien nicht so... Sitzung des Finanzausschusses. Die Zweifel an der Glaubwürdigkeit... Ja. Ich habe das Radio bis jetzt nur an Batterien betrieben. Ich nehme jetzt mal die Batterien raus und versorge es mal mit dem Stecker. Also, ob die Batterien jetzt mal rausnehmen. Die nehme ich wieder raus, die Batterien. Genau. Die kann man einfach wieder rausnehmen. Batterien sind keine drin. Jetzt machen wir den Deckel wieder zu, ohne die Batterien. So. Jetzt stecken wir das mal an den Wechselrichter an. Hier. Und das da rein. Ups. Geht das da rein? Schauen, dass ich das schön da reinbekomme. Es geht etwas streng rein, also doppelt etwas Kraft. Da braucht man etwas Kraft, es geht ein bisschen streng rein, aber es geht rein. Ich kann den einschalten, den Wechselrichter. Und man hört es schon leicht brummen. Also, es ist ein modifizierter Sinuswechselrichter, der macht es ja fast recht. Da klickt man das Mikrofon da drauf. Ist da drauf war. Das ist aber jetzt modifizierter Sinus. Das ist kein echter Sinus, das ist kein Netzstrom, das ist jetzt von einem Wechselrichter. Und mal schauen, bei Wechselrichter,
Da tut jedes Radio brummen bei mir, also echt jedes, weil die Spannung ja fast rechteck ist, die modifizierte Sinusspannung. Mal schauen, ob das geht. Mal die Antenne ausziehen. Und es funktioniert auch. Aber schlechter. Der steht ein bisschen weiter weg. Nee, er wird davon mit Strom versorgt, mit dem hier. Wenn ich ausschalte, dann wird er kurz vom Alko versorgt, dann sind die Stellungen ganz weg. Also der Wechselrichter stört den. Ich muss aber sagen, der stört jedes Radio. Also auch ein Röhrenradio wird mit dem Wechselrichter gestört. Weil das ist so ein Mod-Sinus-Wechselrichter, der macht keinen echten Sinus. Ich habe nur 3 Lithium-Akku draufgepackt, dass ich hier mal so 220 Volt habe. Aber funktionieren tut es. Ich möchte ihn an die Steckdose anstecken. Aber wegen so Störungen, die können auch über Stromnetz kommen, so Störungen. Wegen so Störungen betreibe ich so Geräte, so Radios meistens nur mit Akkus oder Batterien. Weil da bin ich dann komplett störungsfrei. Okay, dann betreiben wir das Radio wieder mit Batterien. Was ich noch sagen wollte, von 22. bis 28. August, also von nächste Woche Montag bis nächste Woche Sonntag, gibt es ein Angebot auf das Radio, da ist das Radio vergünstigt. Da müsst ihr mal gucken, den Link in der Videobeschreibung. Nicht der geile Ferientrip, den wir zu dritt machen, ja. Sondern, ja, ich jetzt halt nicht ich mein Feierabend. Ich würde sagen, so ist es fast besser. Über die Tourphilosophie, das haben wir schon auch gemacht, aber das hat natürlich dann einen kleineren Teil eingenommen, sondern ich eben mich jetzt noch darum kümmere. Ich habe noch ein LTE-Sendemast in der Nähe, den man auch teilweise hier hört. Den kann ich auch sehen, wenn ich ihn aufs Fenster schaue. Als ich gemerkt habe, dass ich in der Hand habe und auch immer so unbewusst in Entzogen bin, ohne dass ich wirklich was angeguckt habe, dass es irgendwie funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, das finde ich irgendwie nicht so geil. Und seitdem mache ich Okay, jetzt wisst ihr, wie es innen ausschaut im Radio. Und sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.